Also, da ist noch schön. Und da nicht mehr. Weiß nicht, ob sich da noch ein Scheißwetter anbahnt. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ach ja. Aber wir sind ja unter Dach. Und daher soll uns das ja überhaupt nicht stören. So. Hauptbeleuchtung. Strahler. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Video. Hier aus der neuen Schmiede. Mit etwas Platz. So, und ich werde den Platz hier vorne, den werde ich jetzt brauchen, glaube ich, weil heute will ich schmieden. Das heißt, ich hole jetzt die Gasesse nach vorne, ich hole den Amboss nach vorne und dann gucke ich einfach mal, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ach ja, was ja ganz wichtig ist, wir brauchen noch Luft. Die schalte ich dort ein und ja, gucken wir einfach mal, wie das so wird. Es ist angerichtet. Der Brenner hängt. Esse ist soweit vorbereitet. Gas ist angeschlossen. Hab mir den Schweißtisch bereitgestellt. Hab auch schon hier überprüft, dass alles soweit dicht ist. Das ist okay. Lecksuchspray, ne? Führt kein Weg dran vorbei. Alles dran, alles drin soweit. Ja, so, wo habe ich meine Flambuse gelassen? Da ist sie. Flambuse ist bereit. Zack, die Bohne. So. Gas aufdrehen. Yippie. Funktioniert. So, ein bisschen Luft dazu. Das reicht natürlich noch nicht. Jetzt geht's an die Feineinstellung. So sieht die Flamme jetzt gerade aus. Ich lasse ihn langsam hochfahren. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, dass der Beton hält. Sollte eigentlich. Und wenn es gleich ganz gewaltig knallt, dann liegt es daran, dass mir der Beton aus der Esse rausfliegt. Aber normalerweise es ist schon das meiste Wasser ist raus. Ich habe ihn jetzt ja schon ein paar Mal mit einem Heißluftföhn durchbacken lassen. Ich lasse ihn jetzt erstmal so laufen. Sie nimmt Temperatur an. Das sieht recht gut aus. Der Brenner ist jetzt schräg drin, um die Luft, die heiße Luft ein bisschen besser zu verwirbeln. Mal gucken, ob der Plan so ausgeht. Es kann auch sein, dass es komplett in die Hose geht. Ich weiß es noch nicht. Und wenn man jetzt so guckt, der Druckregler, der zeigt so gut wie nichts an. Also ich fahre einen sehr niedrigen Gasverbrauch. Mal schauen. Bisher sieht es recht gut aus. Ich lasse es jetzt einfach mal so ein bisschen gewähren. Doch mal schauen, wenn die Esse gleich Temperatur hat. Ich habe jetzt ein bisschen, hab noch hier so eine schöne Spiralfeder. Das können sogar die aus dem Biano sein. Da schneide ich gleich ein Stück von ab. So ein Ende und dann werde ich das mal gerade richten. Er brummt hier so ein bisschen vor sich hin. Luftdruck ist eingestellt auf 3,5 bar ungefähr. Und ihr seht, die Flamme sieht recht gut aus. Aber mal schauen, das ist, könnte gut werden. Im Kühlen, Schläuche sind kalt, hier kommt keine Wärme an. Sieht alles recht gut aus. Mal schauen. Ich lasse ihn jetzt erst noch so ein bisschen durchwärmen. Das sieht gut aus. So, ich habe die Esse jetzt noch mal kurz ausgemacht. Da kommt noch Wasser. Das ist nichts gut. Aber es ist, hat bisher noch nichts plopp gesagt. Ja, okay. Seht ihr, da hebt sich ein bisschen was ab. Das ist nicht gut. Mal schauen. Ich mache sie gleich noch mal wieder an. Ich lasse das jetzt hier ein bisschen durchkühlen. Und dann mal schauen. So, eine Stunde, Stunde später. Ne? So. Es ist nicht warm heute und ich laufe jetzt schon wieder auf Notstrom. So, kann man sehen? Ja, kann man sehen. Alles klar. Herr Kommissar. So.
Flanhose an, Gas aufdrehen und kicken. Gleiche Einstellung wie gerade eben. Hat sich rausgelöst, ist nicht schlimm, kann ich verschmerzen, kann ich mit umgehen. Ich mache jetzt ein bisschen Eisen zurecht oder legen wir das gleich mal in die Esse oder geht das los oder was? Ich habe ein bisschen, ganz bisschen Sorge. Es kommt immer noch ein bisschen Dampf raus. Mal schauen. Irgendwie wird das schon gut werden. Ne? Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass die Esse besser arbeitet als je zuvor. Mal schauen. Werden sich bestimmt auch wieder Leute darüber aufregen, hier ein Schmied, der mit Handschuhen arbeitet. Jeder arbeitet so, wie er will. Wenn ich der Meinung bin, ich möchte beim Arbeiten Handschuhe tragen, ist das meine Entscheidung.
Ganz einfach. Die Orle Kunststoffbeschichtung. Die macht Feuer. Ich habe jetzt die Luft auf 4 bar hochgedreht, dass er ein bisschen mehr Sauerstoff kriegt. Dadurch wird die Flamme noch ein bisschen heißer. Jetzt so langsam, ich fahre ihn langsam höher. Bin jetzt beim, von der, die Kamera, das Kamerabild verfälscht das Bild der, des Glühens hier mal so ein bisschen. Ich bin jetzt bei so einem, ja, orange, hell-orange glühen, wenn ich das Eisen aus dem Feuer hole. Ja, das geht noch, da geht noch mehr, da ist... Ich bin noch lange nicht bei den 1200 Grad angekommen, wo ich hin will. Kommt aber noch. Keine Ahnung, wo es hingeht. Das erste Teil ist fertig. Das lasse ich jetzt abkühlen. Bei dem anderen mache ich noch ein bisschen weiter. Mal schauen, wo es hingeht. Wir sehen uns gleich wieder.
Jetzt hört der einfach so mittendrin auf? Ja. Aus Gründen. Also, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe... Das hier soll ein Schlagstempel werden. Den arbeite ich jetzt noch ein bisschen auf, mache hier die Schlagfläche, mache die noch ein bisschen schön rund. Der wird hier ungefähr abgeschnitten und dann geht der zu Onkel Phil und der wird da was Schönes reinfräsen. Das werdet ihr dann, wenn es dann soweit ist, wenn er wieder da ist, dann werdet ihr dann sehen, wie das Ergebnis dann aussehen wird. Das andere Teil, was jetzt wieder in der Esse liegt, das kann ich jetzt auch wieder rausholen, weil letztendlich kann es jetzt auch so abkühlen, hatte ich mir überlegt, dass ich da so eine Art Anreißmesser draus mache. So, es glüht jetzt noch so ein bisschen schön vor sich hin. So, das habe ich jetzt ein bisschen in die grobe Form geschmiedet, ja. Den Rest werde ich mit dem Winkelschleifer nacharbeiten, denke ich mal. Werde da eine schöne Schneide dran machen und dass ich dann ein schönes Anreißmesser. Das ist Federstahl, der lässt sich härten. Das hat sich bisher auch bei den, wo haben wir es denn? Ich habe ja mal so Körner, Meißel, was auch immer, aus dem gleichen Material gemacht. Und ja, okay, hier das obere Ende, das ist nicht gehärtet. Da kann man sehen, hier ist findet so eine leichte Bartbildung statt. Aber die andere Seite, die ist unheimlich stabil. Der war eigentlich auch mal rund, wie so eine Art Körner. Den habe ich jetzt, um Sprengringe, was auch immer, wegzuarbeiten, wegzumeißeln, habe ich ihn jetzt mal breit angeschliffen. Und er hält aber trotzdem seine Schneide, das ist das Schöne dabei. Also es ist ein Federstahl aus Spiralfedern, ist total geiles Material. Das war jetzt mal ganz interessant. Mal wieder die Esse anzuwerfen, mal wieder den Hammer auf dem Amboss zu bewegen, ein bisschen Eisen in Form zu bringen. Ist witzig, ne? Immer denn, wenn ich ein Video mache, will mein Vater Rasen mähen. Und ja, alles in allem, ich komme so langsam wieder rein, aber es ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Man verlernt es nicht, aber man muss so einiges dann wieder so ein bisschen raufbringen. Also habt bitte Nachsicht mit mir. Wenn ich hier und da Hammerhaltung oder was auch immer nicht ganz der Norm entsprechend gemacht habe, aber was entspricht denn bitte der Norm? Ne? Also da, ihr wisst, was ich meine. Tja, alles in allem, macht unheimlich viel Spaß. Ambosshöhe passt für mich immer noch wunderbar. Ne? Falls wieder jemand mal sagen will, dein Amboss ist zu hoch oder zu niedrig, blablabla. Nee, ich fühle mich mit dieser Ambosshöhe sehr wohl, komme ich sehr gut mit zurecht. Ich komme mit meinen Hämmern sehr gut zurecht. Die Esse kommt langsam auf die Temperatur, die ich haben will. Da geht noch mehr. Da muss ich aber halt, wie gesagt, am Brenner noch ein bisschen einstellen. Und dann kommen wir der Sache so ein bisschen näher. Aber jetzt fürs erste Mal seit langem mal wieder, war das ganz schön. Hat eine Menge Spaß gemacht. Vielleicht hattet ihr auch ein bisschen Spaß dabei, mir dabei zuzugucken. Und dann, ja, würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Macht's gut, euer Onkel Jan. Tschüss. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so gut funktioniert. Will ich euch aber auch nicht vorenthalten. Also, so sieht's jetzt aus. Gehärtet, angelassen. Und sollte man mit anreißen können. So, jetzt mal gucken. Das ist nämlich der Plan dahinter. Kann ich damit auf Metall und vielleicht auch auf Holz, kann ich damit anreißen? Ich nehme mal kleinen Winkel zur Hilfe. Das ist nämlich der Plan dahinter, dass ich damit, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht, ne? Ja. Könnt ihr sehen? Und? Also, es hält. Ich kann damit sogar theoretisch, wenn ich wollte, ein bisschen Spann abheben. Und die Schneide bleibt erhalten. Na? Sehr cool. Sieht ungewöhnlich aus. Und ich kann damit hier schön an der Kante entlang anreißen. Ist das nicht cool? Sehr, sehr cool. Ist ein ungewöhnliches Werkzeug, ist jetzt aus Federstahl. Und es hält seine Kante. So, und um euch das zu demonstrieren, so, nicht? So, da.
auf die Kante, nichts. Also man soll sich wundern, dieser Federstahl aus der einfachen Spiralfeder hält eine ganze Menge aus. Es ist nicht schön, aber es funktioniert. Na, das ist das, wo es drauf ankommt. Und es ist handgeschmiedet, geschliffen, gemacht, getan. Yippie. Ein Anreißmesser. Sehr cool. Einfacher als gedacht. So, jetzt ist aber wirklich Feierabend. Tschüss.